Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Legacy. So, meine liebe Leute, wir sind jetzt in Krypta. Wir wollen jetzt weitermachen. Ja, Sebastian, seine Schwester, seine Zwillingsschwester ist leider noch verflucht. Wir wollen die auch noch retten, aber wir müssen jetzt auf seinen Post warten. Lächerlich. Aber wie es da weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Und lasst noch ein Abo und ein Like da. Los geht's. Ja. Ich stehe mehr auf Metal. Sieht besser aus. Ja. Hat zwar nichts mit Eleganz zu tun, sondern ein richtiger Gentleman. Was ist das? Das vergessene Ei. Rebellion. Was ist das? So. Lumos. An einem guten Platz. Revelio. Hier im Schrank. Ich hätte mich umhängen lassen. Lumos. Glauben Sie nicht, dass Sie den süßen Duft von Gardenien entfesseln? Es ist widerwärtig und stammt nicht von mir. Oh, da war ich ja noch nicht. Da war ich ja noch nicht. So, du geile Sau, was willst du? Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht.
Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Nein, nein! Ich will auch einen Drachen haben. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Okay. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Revelio. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Revelio. Da ist sie wieder. Fantastisch. Aus der Entfernung. Revelio. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hybriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ich hoffe, das oder es... Oh nee, das ist glaube ich, eine Mutter. Ich hoffe, sie frisst uns nicht. Vorsichtig! Ein, um einen Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Was ist das? Was war das?
Tja. Revier. Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Weiter so! Kein herzlicher Empfang. Ach, ja. Etwas von einem Kaminfeuer? Komm schon. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür... Rebellion. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Warum okay. sind alle Brücken zerstört? Repar! Kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Ja. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Aber gefährlich. Sie ließ uns in Ruhe? Sie wollte uns die ganze Zeit den Garaus machen. Nur bis sie ihr Ei sah. Von da an erwärmte sie sich für uns, denke ich. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ich bin noch nicht bereit. Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Wir könnten wohl kurz Pause machen. Wie lange sie hier wohl gelebt hat? Und wohin geht sie jetzt? Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nein. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule.
Ja. Konnte ich so blind sein? Ich tat einfach so, als hätte jemand Expelliarmus auf mich gewirkt. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaft. Ja, kannst du behalten. Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Oh, scheiße. Kommen Sie gerne wieder. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Revelio. So. Protego! Sehe irgendwas mit dieses Blatt. Ja, okay. Schneller, Wolkenschwinge! Okay, langsam. Na also.
Wenn ich mit Evangelico nicht auch immer meine. Reveli! Revelio. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Weltkarte? Nicht alles freigeschaltet. Ja, das muss ich wohl machen. Ich will auch nicht. Revelio. Ha. Revelio.
So, weiter geht's, komm. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Rebellio! Lumos! Rebellio. Rebellio. Lumos. Rebellio. Es fehlt nur noch eins. Nachts kann man die besser sehen. Lumos. Da wäre selbst Merlin stolz. Rebellio. Du gehörst mir, Demigais. Alohomora. Okay. Rebellio. Jetzt fehlen nur noch... Keine Ahnung. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei einer Lieferung helfen könntest. Rebellio.
Was sein muss, muss wohl sein. Oh, Rockborough! Immer eine Reise wert! Grüßen Sie eine... Rebellion. Hä? Was muss ich da machen? Nichts. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Sie klingen, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich 2 Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Gute Idee. Mit diesem Kohl ist nicht zu spaßen. Genau mein Gedanke. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Klar. Also gut. Ich werde Ausschau nach 2 Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Das werde ich gut gebrauchen können. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald dann. Sei stark, Alexandra. Rebellion. Ja. Ah. Ist alles in Ordnung? Wenn das Dorf sie geschickt hat, um mit mir über... Ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Renrocks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Nein. Auf jeden Fall erfordert es eine Menge Mut, es zu versuchen. Danke. Für Ihre Worte. Ich wünschte, andere würden das auch so sehen. Aber ich verstehe, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Aber mein Troll ist mein Problem. Ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Ja, ich. Das klingt nicht gerade verlockend, aber ich denke drüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden.
Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Revelio. Ein wilder Troll in Dorfnähe. Das könnte böse enden. So, erstmal weitermachen. Ey, ich hab keinen Bock auf dich. Welch angenehme Überraschung. Bombarda! Confrigo! Confrigo! Revelio! Confrigo! Weiter geht's. Ja, viel besser. Da gehe ich erstmal noch nicht, da ist noch ein bisschen zu erledigen. Revelio. Naja, kann ich auch machen, schnell. Revelio. So.
jetzt mal hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Da werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.